Episode 50 – Neue Wege im Personalmarketing. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute sitze ich mit Tobias Ulamek am Tisch. Wir unterhalten uns über nochmal ein Personalthema. Da gab es ja schon den ein oder anderen Podcast. Heute liegt der Schwerpunkt beim Thema Personalmarketing und zwar ganz spezifisch im Gesundheits- und Sozialwesen. Hallo, Herr Ulamek. Hallo. Wie ich das sonst immer so mache, ich bitte meine Gesprächspartner, sich einfach selber vorzustellen. Das können die viel besser wie ich. Hi, Tobias Ulamek. Ich bin Gesundheitsökonom und habe mich letztes Jahr mit meiner Firma Blutsbruder hoch 2 selbstständig gemacht. Blutsbruder hoch 2 deshalb, weil es zwei Ideen sind. Einmal Personalmarketing, ganz speziell, indem ich Konzepte umsetze und virales Marketing für Personal mache. Und auf der anderen Seite, deshalb das 2, biete ich Arbeitsplätze bei mir im Bürokomplex an und ich bin auf dem Land draußen, deshalb Suburban Coworking. Okay, jetzt hatten wir uns ja vorher schon unterhalten und da hat sich so ein Thema herausgestellt. Es gibt für Personalentscheider generell große Herausforderungen und im Sozial- und Gesundheitswesen habe ich so mitgekriegt, nochmal stärkere Herausforderungen. Was ist denn so der typische Knackpunkt? Womit kämpfen die Personalentscheider? Ich glaube, der größte Knackpunkt ist der demografische Wandel. Das heißt, wir brauchen immer mehr Personal im sozialen Gesundheitswesen und die Bevölkerungsdichte nimmt ja eher ab. Und dann hat man auf der anderen Seite eigentlich genügend Leute, die ausgebildet werden, die aber im Personal, also in dem Job nicht bleiben, weil der Job nicht attraktiv genug ist. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für Personalentscheider, wo alle so ein bisschen dran japsen. Und da ist die Frage, wie kommt man denn eigentlich an das richtige Personal ran, das ja tatsächlich eigentlich faktisch vorhanden ist durch die Ausbildungszahlen. Und da haben Sie sich, und das ist ja immer das Kernthema meines Podcasts, eben einen ganz pfiffigen Prozess beziehungsweise mehrere Prozessbestandteile überlegt. Zum Beispiel, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, wie beziehe ich die ein? Genau, also ich bin der Meinung, dass es besser ist, wenn die Mitarbeiter sich ihren eigenen Mitarbeiter kreieren. Also nicht, wenn der Chef kommt und sagt, ich hätte gerne einen Mitarbeiter und den brauchen wir jetzt, sondern besser ist zu gucken, was passt eigentlich ins Team rein, wen wollen die Mitarbeiter, wer passt da rein, von der Qualifikation, vom Alter, von der Art und Weise, wie er lebt. Und wenn man dann was Harmonisches kriegt, ein Sozialgefüge, dann ist es sicherlich positiver langfristig mit Personalfluktuationen und Krankheitsquoten. Ich finde wahrscheinlich leichter Mitarbeiter, ich finde sie leichter und sie bleiben auch länger. Und sie bleiben definitiv länger. Es ist erwiesen worden über zig Studien, dass wenn die soziale Lage im Betrieb gut ist, wenn die Leute sich wohlfühlen wie in einer Familie, dann gibt es keinen Grund zu wechseln, auch nicht für mehr Geld oder sowas. Okay, und wie sieht es ganz praktisch aus? Also ganz praktisch ist es so, dass ich kreiere Jobstories und da ist es so, dass die Mitarbeiter ein Formblatt ausfüllen müssen. Die müssen sagen, was für ein Alter hätten sie gern, müssen wir sagen, was passt besser von Geschlecht rein, Männlein oder Weiblein oder es ist egal. Müssen wir sagen, Vollzeit, Teilzeit, was hätten sie gern. Geben dann Soft Skills an, es gibt ja so 11 überwiegende und dann dürfen sie 3 ankreuzen, was sie da am liebsten hätten davon, so schwerpunktmäßig. Und was ganz wichtig ist bei der Geschichte, sind Schlagworte. Mit was für Schlagworten bringen sie ihre Einrichtung, ihr Unternehmen in Verbindung, so ganz persönliche Geschichten. Und ich arbeite noch viel mit Musikpsychologie. Das heißt, die Mitarbeiter müssen noch sagen, mit was für einem Klangteppich bringen sie ihre Firma in Verbindung. Also wenn es was, wenn sie beim Juwelier sind, wird es was Klassisches sein. Okay. Jetzt gibt ja da ein Stück weit, so in meiner spontanen Vorstellung, der Personalentscheider ein bisschen was von seiner Kompetenz ab. Wie gehen die plötzlich damit um, mit dem auch loslassen können?
Das ist sicherlich extrem schwierig, weil sie es in vielen Fällen nicht gewohnt sind. Letztendlich ist es aber für beide Seiten extreme Arbeitserleichterung. Also wenn der Personalchef sich keine Gedanken machen muss, wen suche ich denn jetzt für mein Team, sondern das Team entscheidet selber, hat der Personalentscheider selber Möglichkeiten, seine Zeit anders besser zu justieren und vielleicht andere Dinge in Angriff zu nehmen, die noch brach liegen. Okay, dann haben Sie vorhin das Stichwort genannt, viral. Wo kommt dann dieser virale Aspekt und in welcher Form kommt er hier ins Spiel? Der virale Begriff richtet sich danach, dass Zeitungsannoncen und auch Stepstones für die Basisberufe in der Pflege oder im Sozialwesen sicherlich nicht die geeignet sind, meiner Ansicht nach. Viel besser ist, wenn man über Freundschaftswerbung geht, also jemanden dazu verleitet, sich dort auch mal umzuschauen, sich zu bewerben und tatsächlich Facebook und YouTube ein Mittel der Wahl. Das heißt, man muss gucken, dass man die Personalannoncen oder in meinem Fall die Jobstories über Facebook kriegt. Und wenn ich die Mitarbeiter dazu gewinnen kann, dass sie dort mitarbeiten, dann teilen die das im Normalfall mit und erreichen deutlich mehr Leute und persönlicher, als wenn ich eine Zeitungsannonce setze. Mhm. Ja, das ist viral. Und es streut sich halt in alle Richtungen und entwickelt sich oder kann sich entwickeln, je nachdem, wie man das aufmacht. Ja. Und unter Umständen eben dieser persönliche Aspekt beginnt dann schon vor der eigentlichen Bewerbungsphase und nicht erst, wenn jemand am Tisch sitzt. Genau. Ja, okay. Und ich erreiche auch Leute, die gar nicht nach Bewerbung suchen, sondern die vielleicht spontan da reinschauen und dann sagen, ah, ich habe da einen, der könnte interessant sein. Ja. Und es funktioniert so gut, hatten Sie mir vorher gesagt, dass man im einen oder anderen Fall dann sogar, wenn es dann rum ist, das Thema, wenn ich jemanden eingestellt habe, ja, fast wieder zurückrudern muss. Genau. Also in dem einen Fall bei dem Optiker, wo es einen absoluter Fachkräftemangel gibt, da hat es wie Bombe eingeschlagen, total gut funktioniert. Ja, ja. Okay, schön. So, okay, das war dieser eine Aspekt auf der Unternehmensseite, aktives Personalmarketing. Jetzt machen Sie aber auch was für die andere Seite, für die Bewerberseite. Wie funktioniert es da? Bei den Bewerbern ist es so, dass man ja auf gute Stellen ist man einer von 100 Bewerber, einer von 50 Bewerber. Und da ist die Frage, wie kann ich für mich selber ein Glanzlicht positionieren? Wie werde ich ein Leuchtturm? Wie falle ich da eher auf? Und da biete ich so kleine E-Visitenkarten an, E für emotional. Das sind auch virale Visitenkarten. Das ist ein Bild, ein Klangteppich drunter, ein paar Softskills dahinter. Und das schicke ich praktisch E-Mail-Anhang mit und der Personalentscheider kann sich dann gleich ein anderes Bild von mir machen und ja, vielleicht bin ich dann eher das Leuchttürmchen unter den Bewerbungen, auch wenn meine Noten vielleicht nicht ganz so gut sind, aber mein Typ halt einfach in die Firma reinpasst. Und ich falle halt vor allen Dingen eben so wie beim Thema Unternehmen vorher, ich hebe mich eher schon aus der Masse raus und falle dadurch halt einfach auf eine andere Art positive Weise auf. Ja. Ja, okay. Gut, spannend. Dann haben Sie das Thema Marketing, Personalmarketing auch noch in dann doch ein klassisches Medium, nämlich das gedruckte Magazin gebracht. Erzählen Sie noch darüber ein, zwei Worte. Genau. Ich wollte mal ein eigenes Magazin machen. Ich habe Lust zum Schreiben und habe mir gedacht, wie kriege ich Personalthemen positiv in ein Heft rein. Meistens ist ja so, wenn man über Personal schreibt, gerade im Sozialgesundheitswesen, immer was Negatives, Leute verdienen zu wenig Geld, Krankheitsquoten sind hoch. Und ich versuche in dem Magazin Themen zu recherchieren, die auf Studien basieren, zum zeigen, dass viele Dinge eigentlich schon da sind, die man anwenden kann und mit denen man ganz locker zu positiven Ergebnissen kommt. Und ich versuche die Studien so aufzubereiten, dass sie von der Gesamtheit auch gelesen werden können. Was ich auch sehr spannend finde an all den Themen, dass Sie ja Dinge aus klassisch vielleicht, sagen wir, aus dem gewerblichen Umfeld rüber in den sozialen, in das Gesundheitswesen reinnehmen, wo mir ganz oft immer mal wieder die Aussage begegnet, ja, das funktioniert bei uns nicht. Also so das Übertragen von Lean im ultimativen Bereich rüber ins Gesundheitswesen rein, zumindest im Personalbereich, scheint es bei Ihnen ja gut zu funktionieren. Ja, das muss auch funktionieren. Ich denke, dass beide Seiten voneinander ganz viel lernen können. Ich finde, die Industrie kann viel lernen von den Sozialgefügen im Gesundheits- und Sozialwesen. Dafür muss Gesundheit und Sozialwesen, die ja alle häufig aus städtischen Gebilden kommen und jetzt privatisiert werden, die können ganz viel übernehmen aus der Industrie. Das sind viele Vorgänge, die einfach perfekt laufen, die fehlerlos laufen, wo man weiß, die funktionieren.
Und wenn man es ein bisschen ummodelt, dann passen die relativ gut auch im Gesundheitswesen und Sozialwesen rein. Ja. Durchaus auch den Punkt, über den wir vorhin mal kurz gesprochen hatten, außerhalb des Podcasts, dieser Aspekt auch, ja, Perfektion. Ich will jetzt sagen, Fehlerintoleranz. Fehler sind aus meiner Sicht ja wichtig. Wenn ich was verbessern will, muss ich sogar Fehler machen. Andererseits möchte keiner von uns, dass das Produkt oder die Leistung, die wir beziehen, fehlerhaft ist. Da ist man eben, was das Streben nach Perfektion angeht, Industrie schon sehr weit. Da kann, glaube ich, das Gesundheitswesen noch ein bisschen was davon lernen. Da können Sie, ich glaube, deutlich davon lernen. Ich denke, in der Presse kommt immer wieder mal, dass in OPs was vergessen wird, dass Sachen falsch justiert werden im Gesundheitswesen. Ich denke, da ist noch viel Potenzial da, dass man deutlich besser werden kann mit geringeren Fehlerquoten, die ja letztendlich, wenn man sie minimieren kann, auch der Allgemeinheit zugutekommt, weil wir als Krankenkassenbeitragszahler für die Probleme, die dort entstehen, ja alle Rechnung tragen müssen. Ja. Okay, und was wäre umgekehrt die andere Richtung? Was kann man aus dem Sozial- und Gesundheitswesen im Personalbereich, aber vielleicht auch ein bisschen drüber raus, was kann man da noch lernen? Was kann denn die Industrie aus dem Thema lernen? Also ich denke, was man ganz häufig hat im sozialen Gesundheitswesen, ist das Arbeiten in einem Team. Da sind die, glaube ich, in vielen Bereichen deutlich weiter oder unter Umständen deutlich weiter als in der Industrie, weil man ein anderes Gefüge hat, schon von den Personen. Die sind es gewohnt oder die wollen miteinander im Sozialgebilde arbeiten. Und da geht es nicht immer darum, wer ist der Beste, sondern wie kommt man als Team besser hin. Das macht die Industrie in vielen Bereichen schon richtig gut. Aber ich meine mich zu erinnern, dass vor 20 Jahren häufig der Einzelkämpfer der wichtigere Mensch war. Ja, das Thema Teamarbeit kommt definitiv in dem Bereich immer stärker. Und ja, warum nicht eben mal in einem anderen Bereich was abgucken? Gut, und dann eben Ihr, ich will nicht sagen zweites Standbein, aber Ihr Hoch 2, das Element Coworking. In den Großstädten, glaube ich, wird es jedem schon mal in irgendeiner Form begegnet sein. Jetzt hier etwas weiter draußen auf dem Land, finde ich sehr spannend und hat eben, wie ich es rausgehört habe, definitiv ein paar Vorteile. Erzählen Sie darüber noch ein bisschen. Genau, also ich biete Suburban Coworking an, also Gegenlauf zur Stadt. Ich bin ja im Speckgürtel von Stuttgart und das größte Problem ist, wenn ich ein Büro in Stuttgart drin habe, verliere ich ganz viel Zeit im Auto, in der Bahn oder sonst irgendwo, die ich eher Work-Life-Balance-mäßig mit der Familie verbringen kann. Ich bin hier in einer ganz kleinen Ortschaft, hat nicht viel Einwohner, hat genügend Kinder, viele junge Familien sind da. Und wenn dann Familienväter herkommen, bei mir arbeiten, haben sie einfach die Möglichkeit, hier entspannt 10 Minuten von zu Hause Mittagessen zu gehen, können die Kinder abholen. Die Kinder kommen auch her, machen Hausaufgaben bei mir im Bürogebäude. Also läuft alles entspannter und vor allem die Eltern sind von ihrer Zeit her deutlich flexibler danach. Ja, können deutlich mehr machen. Okay, also Coworking mit Kinderbetreuung. Mehr oder weniger mit Kinderbetreuung. Okay. Im Umfeld, Schule ist nebendran, das heißt, die waren jeden Tag hier dran vorbei. Ja. Okay, spannend. Ja, das war jetzt heute ein vielleicht etwas kürzerer Podcast, aber trotzdem ähnlich spannende Themen wie in den anderen Podcasts. Immer wieder interessante, ganz andere Bereiche. Ich lerne da jedes Mal immer noch was mit meinen Gesprächspartnern. Deshalb danke ich Ihnen, Herr Ulamek, für die Zeit jetzt. Ebenso. Vielen Dank, Herr Müller. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Ulamek zum Thema Personalmarketing. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Rezension bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.